Hallo, liebe Deutschlernende. Dies ist das dritte Video über meine Biografie. Falls es dich nicht interessiert, schau dir einfach ein anderes Video an. Aber viele Leute möchten wissen, wer ist dieser Typ hinter der Kamera? Ja, und deswegen möchte ich in diesem Video noch ein bisschen mehr über mich erzählen. Insbesondere darüber, wie ich nach Asien gekommen bin. Ja, also im letzten Video habe ich erzählt, dass ein Grund, warum ich ein Online-Business gestartet habe, ist, weil ich unabhängig davon sein möchte, wo ich bin. Ich möchte überall arbeiten können. Ja, ich möchte die Welt bereisen und ich möchte dich mitnehmen. Ja. Ich werde dir mehr zeigen können, wenn ich ein Auto habe, dann werde ich wirklich zu bestimmten Sehenswürdigkeiten fahren und dir diese Sehenswürdigkeit zeigen, besonders in Europa, besonders in Deutschland. Aber jetzt bin ich in Asien und ehrlich gesagt schaue ich mir nicht so viele Sehenswürdigkeiten an. Ich schaue mir nur die Natur an. Ja? Ich schaue mir, ich liebe die Natur hier. Also ich bin gerade in Chiang Mai, Thailand, und ich gehe sehr, sehr selten in die Stadt, ja, weil ich die Natur viel lieber mag. Ja. Ich gehe lieber in die Natur. Plus, ich kann nicht wirklich filmen in der Stadt. Ja. Ich kann dir nicht so viel zeigen in der Stadt und dabei reden, weil du mich dann kaum verstehen würdest. Es ist viel zu laut dort. Okay. Aber wie auch immer. Ja. Also dieses Video. In diesem Video geht es darum, wie ich nach Asien gekommen bin. Ja. Also ich war in Berlin. Und Authentic German Learning hat angefangen abzuheben. Ja? Authentic German Learning hat angefangen, mir ein Einkommen zu erzeugen. Und ich habe gemerkt, dass ich noch nicht von Authentic German Learning leben kann. Also du musst wissen, es ist sehr schwer, ein Business zu starten. Ja. Es ist sehr schwer, ein Geschäft zu starten. Ich habe zum Beispiel 2000 Euro investiert. Ja, also ich mache dies gerne und ich hoffe, dass ich mein Geld irgendwann wieder zurückbekomme. Aber ich habe erstmal 2000 Euro investiert, weil es einfach sehr lange gebraucht hat, bis Authentic German Learning rentabel geworden ist. Und es hat eine Weile gedauert. Und also ich habe erstmal sehr viel investiert. Ich investiere immer noch sehr viel. Und ich war in Deutschland. Mir ist aufgefallen, hey, ich verbrauche immer noch meine Ersparnisse. Meine Ersparnisse verschwinden immer weiter. Aber ich könnte davon leben, wenn ich in Asien wohnen würde. Ja. Das war die Überlegung. Zudem kannte ich einen guten Bekannten, oder ich kenne einen guten Bekannten, einen Kumpel, mit dem ich auch eine Weile in derselben WG gelebt habe. Und dieser Kumpel ist nach Vietnam umgezogen. Ja, er lebt dort jetzt eine Weile. Und er hat mir geschrieben und hat gesagt, hey Marco, Vietnam ist total schön, komm hierher. Wie geht's dir in der Bundesrepublik? Ja. Da habe ich mir gedacht, naja, ich wollte schon immer die Welt sehen. Ich wollte schon immer mehr erleben. Ich habe ein Online-Business eben, damit ich überall arbeiten kann. Dann habe ich mir gedacht, naja, dann probiere ich das doch mal aus. Ziehe ich doch mal nach Asien, gerade wenn er meint, Asien ist schön, Asien ist warm, Asien ist preiswert, dann gehe ich doch mal nach Asien. Besonders, da die Mieten teuer sind in Deutschland oder gerade in Berlin. Krankenversicherung, 300 Euro für Krankenversicherung,
Oh mein Gott, ja. Und das konnte ich mir alles gar nicht leisten, all die Kosten, die auf mich zukamen in Deutschland. Und deswegen habe ich mir gesagt, naja, wenn ich in Asien lebe und ich weniger zum Leben brauche und mehr Geld sparen kann, dann kann ich mehr Geld in Authentic German Learning reinvestieren. Ja, ich habe ein Geschäftskonto und ich habe ein privates Konto und ich überlege jeden Monat, okay, wie viel zahle ich mir selbst aus? Wie viel Gehalt zahle ich mir selbst aus? Und ich habe mir gedacht, wenn ich mir sehr wenig auszahle, ja, dann bleibt mir übrig, um sehr früh einen neuen Angestellten anzustellen, um sehr früh Werbung zu machen auf Facebook oder irgendwo anders. Ja? Und ich möchte wirklich, ich bin total dabei. Ich habe totales Commitment für dieses Projekt. Ja? Ich würde fast alles dafür tun, damit Authentic German Learning besser wird. Und deswegen habe ich mich entschieden, hey, ich komme nach Asien. Also es ist nicht so, als wäre es eine große Opferung gewesen. Ja? Es ist total schön hier, aber ich habe es auch teilweise gemacht, um meine Mission zu erfüllen, um eben dieses Projekt weiter vorantreiben zu können. Okay? Also ich sage das auch für all die Leute, die entweder spenden oder daran denken zu spenden, ja, authenticgermanlearning.com/spenden. Ich sage das für die Leute, die spenden, um euch zu sagen, hey, das, was ihr spendet, ist gut, wird gut genutzt. Ja, also ich nutze das Geld, was ihr mir gebt, maximal aus. Okay, ich versuche das meiste aus dem Geld, was ihr mir gebt, zu machen, weil ich wirklich ein sehr großes Commitment für dieses Projekt habe. Ja, und nach Asien zu gehen, war wirklich ein Win-Win, wie man im Englischen sagt. Ja, es war ein Gewinn für Authentic German Learning, es war ein Gewinn für meine eigenen Wünsche. Es war ein Gewinn auch in dem Sinne, dass ich mich sehr glücklich hier fühle, weil es schön warm ist, weil ich viele interessante Leute kennenlerne und so weiter. Und das spiegelt sich auch wieder in meinen Videos. Ja, ich habe zum Beispiel einmal eine Phase gehabt, wo es nicht so gut lief. Und das merkt man in den Videos. Ich glaube, dass alle Leute, die dies sehen, das sofort merken, zumindest unterbewusst, wenn ich nicht glücklich bin. Und dann gibt es eine ganz andere Stimmung. Ja, und einmal ging es mir recht schlecht und ich habe Videos gemacht, die nicht unbedingt im Einklang sind mit meiner Mission. Ich möchte viel über persönliche Entwicklung sprechen und ich habe zum Beispiel viele Videos gemacht, die nichts mit persönlicher Entwicklung zu tun hatten und war auch generell nicht so glücklich. Und dann hatte ich zum Glück einen Zuschauer, einen Fan, der mir gesagt hat, hey Marco, was ist passiert? Du bist irgendwie anders geworden. Ja? Früher warst du sehr aufgeweckt, voller Energie, sehr glücklich in deinen Videos und jetzt nicht mehr. Was ist passiert? Und da habe ich mir gedacht, ja, stimmt, er hat recht. Ich muss was ändern. Okay. Und deswegen, genau, versuche ich das Geld, was ihr mir gebt, so gut wie möglich zu nutzen und gleichzeitig aber auch Wege zu finden, wie ich auf sparsame Art und Weise glücklich sein kann, damit sich das auch widerspiegelt in meiner Arbeit. Ja? Denn ich möchte, dass du Deutsch mit Spaß lernst. Ich möchte, dass du Spaß dabei hast, Deutsch zu lernen. Es soll eine angenehme Erfahrung sein und auch eine Herausforderung. Ja? Das ist meine Mission. Und so bin ich nach Asien gekommen und ich bin schon eine Weile hier. Ich war ein halbes Jahr in Vietnam
Und jetzt bin ich 2 Monate in Thailand, beziehungsweise ich werde noch einen weiteren Monat hier bleiben. Und Ende Februar 2018 fliege ich wieder zurück nach Vietnam und werde dort eine Klasse unterrichten, was ich sehr spannend finde, denn ich mache dies online schon seit 2 Jahren, aber ich habe noch nie eine Klasse unterrichtet. Und deswegen werde ich eine Klasse unterrichten, um noch mehr Erfahrung zu sammeln, wie das so ist und wie sozusagen das, wie Deutsch traditionell beigebracht wird, um beides besser kombinieren zu können. Ja, also ich möchte diese Mission nie verlieren, ja, diese Mission, Sprachenlernen zu verbinden mit persönlicher Entwicklung. Das ist mir immer noch sehr wichtig. Aber ich weiß, dass viele von euch auch Prüfungen bestehen wollen. Und deswegen werde ich auch ein bisschen darüber sprechen, wie ihr die Prüfungen bestehen könnt. Und ich werde auch in der Akademie einen Kurs machen darüber, wie ihr zum Beispiel die B-Prüfung oder die B1-Prüfung oder die B2-Prüfung bestehen könnt, je nachdem, was ich dann unterrichte. Okay, insofern ist das eine ganz spannende Entwicklung und ich werde dadurch auch mehr Geld verdienen, weil ich für Authentic German Learning meist mehr mache als das, wofür ich bezahlt werde. Also ich werde für diese Videos nicht bezahlt, beziehungsweise nur 100 Euro ungefähr an Leuten, die mir spenden. Also falls du möchtest, dass ich mehr Videos mache, wenn du möchtest, dass ich mehr Videos mit Untertiteln mache, dann liegt es ganz an dir. AuthenticGermanLearning.com/spenden. Genau, und ich werde genau eine Klasse unterrichten, werde dadurch die finanzielle Lage verbessern, sodass ich eventuell ein oder sogar noch mehr Leute anheuern kann, die Aufgaben erledigen, die sehr repetitiv sind, die sehr langweilig sind. Und so kann ich dann auch besseres Material für dich produzieren. Und so kann ich auch meine Zeit besser nutzen für etwas, wofür ich auch bezahlt werde. Genau. Und du bekommst dann auch besseres Deutschland-Material. Ja, keine Sorge. Ja, ich möchte das nochmal betonen, weil manche Leute vielleicht denken, dass ich irgendwann aufgebe oder so. Ne? Also Authentic German Learning wird auch in 10 Jahren, nur jetzt fällt dir alles runter. Authentic German Learning wird auch in 10 Jahren noch existiert und in 20 Jahren wird es auch noch existieren. Okay? Weil ich nämlich Authentic German Learning immer weiter ausbauen werde. Ja, ich werde nie aufhören, Authentic German Learning zu machen. Selbst wenn ich irgendwann keine Lust mehr habe, dann habe ich zumindest ein Team, das mir die meiste Arbeit abnimmt. Aber ich werde trotzdem Videos produzieren und so weiter. Ich werde bloß nicht die Untertitel selbst erstellen, sondern andere Leute werden die Untertitel für mich erstellen. Okay, also das ist der langfristige Plan. Ich werde eine Weile durch Asien reisen. Ich werde auf ein Auto sparen. Ja, ich werde so lange sparen, bis ich mir ein Auto leisten kann. Und dann fahre ich mit dem Auto um die Welt und kann euch dadurch mehr zeigen, weil ich nämlich Orte aufsuchen kann, die schön sind und die ruhig sind. Ja, die beiden Dinge brauche ich, um ein Video zu machen. Die Möglichkeit habe ich hier in Asien leider nicht immer, weil viele Orte, die interessant sind, leider laut sind. Und manche ruhige Orte sind nicht unbedingt interessant. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wollte ich noch was sagen? Nee, genau. Also ich bin jetzt noch eine Weile in Asien. Manche Leute schreiben Kommentare oder manche Leute fragen mich, bist du immer noch in Asien? Und die Antwort lautet, ja, ich bin noch in Asien. Das wird noch eine lange
Zeit so bleiben. Ich werde noch lange Zeit in Asien bleiben. Und ein paar Leute sagen auch, hey, komm in mein Land, komm in mein Land. Und zu den Leuten muss ich sagen, ja, ich möchte gerne, aber hey, ich kann nicht in jedes Land gehen. Ich kann in jedes Land gehen, aber es ist ein langfristiger Prozess. Das heißt, wenn du möchtest, dass ich in dein Land komme, ja, eines Tages werde ich in dein Land sein. Aber wenn du mir schreibst, komm in mein Land, komm in mein Land. Ich kann nicht einfach hin und her fliegen, nur weil du möchtest, dass ich in dein Land komme, einfach nur so. Ja, Flüge kosten 500 Euro. Ja. Hin 500 Euro, zurück 500 Euro. Ja. Und dein Land muss gutes Internet haben, dein Land muss gute Infrastruktur haben, sodass ich meinen Job weitermachen kann und so weiter. Und das ist nicht bei allen Ländern gegeben. Deswegen bin ich sehr vorsichtig, in welche Länder ich reise. Okay? Also, ich reise Asien noch eine Weile. In ein paar Jahren gehe ich zurück nach Europa mit einem Auto. Zwischendurch finde ich hoffentlich meine zukünftige Frau und reise dann mit ihr um die Welt, weil ich eine Reisekumpanin brauche. Genau, also das ist der langfristige Plan. Ein halbes Jahr lang war ich in Vietnam, 3 Monate Thailand, dann wieder Vietnam für ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr, vielleicht mehr, wenn es mir dort gefällt und es Sinn ergibt für Authentic German Learning. Und dann mal schauen. Und ja, wir sehen, was kommt. Ich bin gespannt, was du über dieses Video denkst. Schreibe deinen Kommentar. Schreibe ruhig auch Fragen, falls ich irgendeine Frage nicht beantwortet habe. Ja, ich möchte so offen wie möglich sein. Ich möchte transparent sein und dir sagen, was los ist mit mir und Authentic German Learning, damit du die Sicherheit hast, dass ja, das Projekt weiterhin bestehen bleibt. Denn es wird noch bestehen bleiben. Die nächsten Jahrzehnte. Selbst wenn ich alt bin, wird es hoffentlich immer noch existieren. Vielleicht mit anderen Leuten, aber das Projekt wird weitergehen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß, dies war ein langes Video. Ich hoffe, du fandest es interessant und wir sehen uns morgen und ich bin echt total gespannt, was du so denkst und schreib ruhig einen Kommentar und wir sehen uns morgen. Tschüss!